Johanna Bilgeri, Fagott von Adelberg. Paul Kropfitsch, Violine, Wien. Helene Feldbauer, Mezzosopran, Oberösterreich. Ja, also ich möchte später schon fix in einem Orchester sitzen, aber ich finde es sehr wichtig, dass man breit aufgestellt ist und auch solistische und kammermusikalische Erfahrungen gemacht hat. Und jetzt momentan möchte ich mich eben noch nicht fixieren, sondern so viele Erfahrungen wie möglich sammeln. Und auch später wäre es natürlich super, wenn man irgendwie in einer fixen Kammermusikformation auch öfters spielen könnte, nicht nur im Orchester. Vorbilder zu haben, Menschen, die einem auch in schwierigeren Zeiten sagen, hey du, so kann das alles werden, so mache ich das, so macht der das, so könntest du das machen und so könntest du es vielleicht auch nicht machen. Und das müssen jetzt auch nicht immer die größten Namen sein, die ich bereits auch aufgezählt habe. Das können auch Geiger, aber auch andere Musiker sein. Und ich sage immer, die Mezzos sind die Gemütlichen. Die Bässe und die Baritone und die Mezzos sind die Gemütlichen. Und die Tenöre und die Soprane können oft ein bisschen neigen zum Divatum. Aber das ist wahrscheinlich nur ein Vorteil. Die müssen vielleicht mehr kämpfen, so oder keine Ahnung. Die MDW ist eine der renommiertesten Universitäten weltweit, bringt großartige Talente hervor. Und neben der Ausbildung ist natürlich auch wichtig, dass man den jungen Talenten Auftrittsmöglichkeiten ermöglicht.